Zu Wort ist niemand mehr gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Wir kommen zu den Abstimmungen, die ich über jeden Ausschussantrag getrennt vornehme. Zunächst Abstimmung über Tagesordnungspunkt 1, Entwurf betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Bundesgesetz über die Einrichtung einer Wohnbauinvestitionsbank erlassen und das Bundesgesetz über steuerliche Sondermaßnahmen zur Förderung des Wohnbaus und das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz geändert werden in 965 der Beilagen. Hierzu liegen ein Zusatz- bzw. Abänderungsantrag der Abgeordneten Dr. Moser, Kolleginnen und Kollegen, und ein Zusatzantrag der Abgeordneten Magister Loacker, Kolleginnen und Kollegen, vor. Weiters haben die Abgeordneten Dr. Moser, Kolleginnen und Kollegen, ein Verlangen auf getrennte Abstimmung eingebracht. Werde daher zunächst über die erwähnten Zusatz- bzw. Abänderungsanträge sowie die vom Verlangen auf getrennte Abstimmung betroffenen Teile der Systematik des Gesetzentwurfs entsprechend und schließlich über die restlichen noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzentwurfs abstimmen lassen. Die Abgeordneten Dr. Moser, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Abänderungsantrag betreffend Artikel 1, Paragraph 5, Absatz 2, Ziffer 5 eingebracht. Ich suche jene Damen und Herren, die für diesen Antrag sind, um ein Zeichen. Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Sogleich Abstimmung über diesen Teil des Gesetzesentwurfs in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer spricht sich dafür aus? Das ist mit Mehrheit angenommen. Die Abgeordneten Dr. Moser, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatzantrag betreffend Einfügung einer neuen Ziffer 5a in Artikel 1, Paragraph 5, Absatz 2 eingebracht. Wer spricht sich dafür aus? Das ist wiederum die Minderheit und somit abgelehnt. Die Abgeordneten Magister Loacker, Kolleginnen und Kollegen, haben einen Zusatzantrag eingebracht, der sich auf die Einfügung einer neuen Ziffer 17a in Artikel 3 bezieht. Wer spricht sich dafür aus? Das ist die Minderheit. Dieser Antrag ist abgelehnt. Wir kommen nun zur getrennten Abstimmung über Artikel 3, Ziffer 18 in der Fassung des Ausschussberichtes. Und ich suche jene Damen und Herren, die dafür sind, um ein Zeichen. Das ist mit Mehrheit angenommen. Schließlich Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten Teile des Gesetzesentwurfs samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussberichtes. Wer ist dafür? Das ist mit Mehrheit angenommen. Dritte Lesung. Bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung diesem Gesetz zustimmen wollen, um ein Zeichen. Das ist wiederum die Mehrheit. Der Gesetzesentwurf ist somit auch in dritter Lesung angenommen. Abstimmung über Tagesordnungspunkt 2, Antrag des Bautenausschusses, seinen Bericht 966 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Wer spricht sich dafür aus? Das ist wiederum die Mehrheit, somit angenommen. Schließlich Abstimmung über Tagesordnungspunkt 3, Antrag des Bautenausschusses, seinen Bericht 967 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Bitte um Zustimmung, das ist die Mehrheit und somit angenommen.